Caribbean Sunshine Band. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Herzlich willkommen, eine neue Woche hier im Goethe Center. I feel French. Das ist der große Satz des Wochenendes nach diesem triumphalen Sportwochenende. Nicht nur, meine Damen und Herren, für ein sensationelles Gömmebäcke von Stefanie oder wie wir ihre Fans sie nennen, Steffi Graf. Nein, es war vor allem ein fantastisches Fußballwochenende für unsere Freunde vom Liebling des Monats in Österreich. Liebe Österreicher, Servus oder sollte man besser sagen Shalom? Herz, give me five. Ich muss wirklich sagen, ein schönes Ergebnis. 0:5 gegen Israel. Ja, liebe Österreicher, im Qualifikationsspiel, wofür eigentlich war das? EM natürlich. Ja, 0:5. Und ich finde, 0:9 gegen Spanien vor kurzem. 0:5 gegen Israel, liebe Österreicher. Es geht aufwärts. Angeblich soll Niki Lauda im österreichischen Fernsehen gefragt haben, kann man einer sagen, warum überhaupt noch Fußball spielen? Ja, warum nicht? Die Gegner brauchen ja welche, wo sie 5 Kisten reinhängen können. Es ist kein Eid, Österreicher. Wir haben auch eine schwere Phase hinter uns gebracht, ihr erinnert euch. Aber jetzt haben wir 6:0 oder 6:1 gegen Moldawien. War es 6:0 oder 6:1? 6:1. 6:1, ich musste weg beim 6:0. Es stand aber, glaube ich, gar nicht 6:0. Aber ich habe das Spiel leider nicht sehen können, denn ich hatte private Termine zu diesem Zeitpunkt. Die Nationalelf aus Österreich, für mich das München-Gladbach der Alpen. Ja, wirklich wahr. Hohe Niederlagen heißen doch im Fußball entweder wie Packung, ja, oder Schlappe oder in Österreich einfach Spiel. Ich glaube, Österreich hat noch Chancen für die WM-Qualifikation. Ich habe die Tabelle nicht so im Kopf, aber wenn sie die nächsten Spiele 204:0 gewinnen und alle anderen 0:318 verlieren und gleichzeitig noch der Strom ausfällt, dann ist Österreich dabei. Es ist eine Ausnahme, wirklich. Es ist eine Pechsträhne. Wer anders als wir Deutschen könnten das besser verstehen? Wir haben auch Pechsträhnen gehabt, bitte. Ja? Die Österreicher sind eine großartige Sportsnation. Wir verneigen uns vor dem, was ihr geleistet habt, liebe österreichischen Freunde. Respekt in all den Jahren, seit ihr im Sport mit dabei seid. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir euch treffen auf Veranstaltungen. Und ich muss sagen, Respekt, schaut bitte, was ihr alles drauf habt. Nach diesem Wochenende ist endgültig klar, der österreichische Fußball ist eine einzige Tragödie. In der Europameisterschaftsqualifikation hagelte es deftige Niederlagen gegen Andorra, gegen Angstgegner Trinidad und auch gegen die international nur drittklassigen Holländer. Und dann auch noch glauben, es hätte am Schiedsrichter gelegen. Da wirkte das zwischenzeitliche 0:9 gegen Spanien schon wie ein Aufwärtstrend. Dennoch, das letzte Spiel ohne Niederlage liegt schon 48 Jahre zurück. Hier ließen die Österreicher 4000 Kubikmeter Schnee auf der Spielfläche verteilen und erkämpften dann gegen die Fidschi-Inseln mühevoll ein 0:0. Lächerlich. Und der letzte Sieg ist sogar schon 60 Jahre her. Ein mageres 1:0 gegen die DDR. Und auch das war nur möglich, weil der Schiedsrichter auf österreichischer Seite unzählige Handspiele übersah. Ein Skandal. Die Aufnahmen belegen, dass auch dem Siegtreffer von Max Schierlieder ein klares Handspiel vorausging. Fazit, lasst das Fußballspielen sein und macht einfach das, was ihr könnt. Zum Beispiel Skifahren, Reiten und Radfahren. Oder spielt einfach nackert Pfeile werfen. Hm? Respekt, liebe Österreicher. Hallo, ihr alle. Christian. Ja. Und dann das große Finale, Steffi Graf gegen Martina Rumpelstilz-Hingis.
Roland Garros. Und ich sage es nochmal für alle wie ich, die lange Zeit, ich war es so vornehm, ich habe lange Zeit gesagt Roland Garros. Weil ich mir zeigen wollte, dass ich mal Französisch gelernt habe, ja? Nein, alles Käse. Es heißt Roland Garros. Es war der 6. Erfolg von Steffi Graf in Paris bei den French Open. Sie besiegte die 11 Jahre jüngere und 30 Kilo schwerere Martina Hingis. Und Martina Hingis hat sich sehr unsportlich verhalten. Ihre Mutter? Das war das erste Mal, als ich die Mutter von Martina Hingis gesehen habe, habe ich Sehnsucht nach der Mutter von Monika Seles bekommen. Und Martina Hingis wollte nicht gratulieren, aber Mutter hat gesagt, hab ich jahrelang in dich investiert. Ja, immer wieder geheiratet, alles bezahlt, die Teile, Schläger, alles, geh raus, gratuliere ihr. Aber widerwillig, widerwillig. Und Martina Hingis heißt nur noch die Tenniszicke. Ja, Tenniszicke, so hieß ja jahrelang Andre Agassi. Hat auch gewonnen, ist seit der Scheidung auch wieder motiviert. Ja, hätte auch keiner gedacht, dass er nochmal zurückkommt und ein Grand Slam Turnier gewinnt. Und man muss wirklich sagen, das Gemeine war ja, Martina Hingis hat ja plötzlich bei dem einen Matchball von unten aufgeschlagen. Ja, das ist sehr unsportlich. Obwohl Steffi Graf hat sie nicht übel genommen. Sie hat gesagt, sie ist erst 18 Jahre Hingis und muss noch lernen, dass Tennis nur ein Spiel ist. Ja, wie sich bücken musste, ja, so für den Aufschlag von unten, habe ich gedacht, warum schlägt Anna Konikova nicht öfter von unten auf? Und heute Riesenschock in der Zeitung, ja, so groß. So groß und so schnell heute Morgen in der Zeitung. Nur noch auf DF1 Wimbledon. Kaum gewinnen unsere Stars wieder, Tennis nur noch im Bezahlfernsehen. Diesen Ausdruck sollten Sie sich merken, ja. DF1 mit dem Decoder heißt Bezahlfernsehen. Sat.1 ist das Kassierfernsehen, ja. Und das ist das Bezahlfernsehen. Das heißt, Sie müssen für jeden Aufschlag von unten 5 Mark ein, sonst das Bild weg. Das heißt also, ja, warum Andre Agassi sich scheiden ließ, das sehen Sie bei Sat.1. Das Tennis sehen Sie bei DF1 und wie Sie zu Hause einen so schönen Rasen wie Wimbledon bekommt, das sehen Sie bei TM3. Sie brauchen in Zukunft pro Finger eine Fernbedienung, sonst können Sie das alles überhaupt nicht mehr sehen. Heute Abend, meine Damen und Herren, ein mega interessantes Programm. Sehen Sie, wissen, ich bin kein Typ für Übertreibungen. Aber wir haben hier 4 junge Damen zu Gast. 1, 2, ja, 4. Und ich wusste immer, sie kommen aus Köln. Seit heute weiß ich auch, sie kommen aus Köln-Mülheim. Und die aktuelle Single mit dem sehr, sehr ernsten Thema Gewalt gegen Frauen, meine und Herren, zurzeit bei uns in den Charts, auf dem Weg nach oben. Die Single heißt Genug ist genug. Und die 4 jungen Damen heißen Diva. Das berühmte Mülheimer Karussell. Mülheimer Karussell, man fasst sich an den Händen und dreht sich. Ja. Karussell mit Motorbetrieb und kleinen Polizeiautos drauf. Auf der anderen Rheinseite, hier in Köln, alles noch ein bisschen schlichter. Und dann haben wir eine junge Schauspielerin, die eine großartige Filmpremiere am Freitag natürlich bei RTL vor sich hat. Sie spielt in einem anspruchsvollen und sehr, sehr subtilen Autorenfilm die Partnerin von Mike Krüger, meine Damen und Herren. Der Film hat den anspruchsvollen Titel Voll auf der Kippe. Und was dieser Titel auf mehreren Ebenen uns transportieren wird, das verrät uns heute die Hauptdarstellerin Katharina Schubert. Das war Mike Over Shoulder, wie das in der Filmsprache heißt. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir einen Mann zu Gast, der am Wochenende deutscher Gedächtnismeister wurde. Und das ist eine phänomenale Sache. Wir alle kennen doch das Problem, dass wir uns nichts mehr merken können. Ja? Keine Namen, keine Schlüssel, keine Kontonummern, nichts.
Dieser Mann kann sich zum Beispiel 250 Zahlen innerhalb von 5 Minuten merken. Oder 30 Gegenstände, wenn er sie nur eine Minute lang anschaut. Das kennen Sie früher von laufendem Band. Ja? Ja. Hier, Würfel, Fragezeichen, gehen wir mit heimische Kabine. Ja. Und Tolle immer der Globus. Was war der Globus immer? Der Globus. Eine Weltreise. Ja. So war Fernsehen früher, als Rudi das ganze Licht hatte und alle Kameras. Globus, Weltreise. Und wir haben den Mann hier, der sich 30 Globusse merken kann. Ja. 30 unterschiedliche Gegenstände. Bei uns zu Gast heute Abend der Gewinner des Wettbewerbs Gedächtnis 99, Dr. Gunther Kassen. Hoch. So, das war in dürren Worten unser phänomenales Programm heute. Doch nun zum nächsten Thema. Moment. Das nächste Thema ist zu ernst, als dass ich mich durch Applaus irritieren lassen könnte. Ich sage nur eins. Belgien. Haben Sie das gesehen? Haben Sie das gestern in der Tagesschau gesehen, diese leeren Regale? Ich habe gesagt, gibt's die Zone wieder? Nein. Dioxin. Ich sage Ihnen, wenn Sie in Belgien jetzt irgendwo... ja. Pumpgun. Wirklich, das Land ist nicht so sehr mit den Nerven runter wie Österreich, aber... Was ist Dioxin gegen 5-0 in Israel? Habe die Ehre. Ha? Dioxin, um das mal klarzustellen, nicht im belgischen Fußball, der ist sauber wie eh und je. Nein. In den Hühnern, in den Eiern, in der Milch, im Brot, im Fleisch, in der Schokolade, in den Schlauchbooten, auf den Campingplätzen, in den Autos. Kann sein, dass ich das eine oder andere jetzt durcheinander gebracht habe. Ganz gefährlich. Große Panik, ja. Man weiß nicht mehr, was kann man in Belgien noch essen. Brigitte empfiehlt in der großen Frauenzeitschrift als Diät schon 14 Tage Belgien-Urlaub. Einfach, ja, hinfahren, nichts essen, ja. Die Regale sind wirklich so leer, die ersten Belgier haben am Wochenende geschrien, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. In Belgien gibt es so wenig zu essen zurzeit, von RTL fahren die meisten mit einem Fresspaket nach Hause. Das saß. Steuerflüchtlinge in der Dioxinhölle. Klingt nach einer Doku-Soap, sollte ich mir mal die Rechte sichern. Morgen bei RTL, Steuerflucht in die Dioxinhölle. Ich hab's dir gesagt, jetzt haben wir jede Menge Kohle, aber nichts zu fressen, du bist schuld. Ich muss sagen, ich bin auch sehr panisch. Ich bin ja sehr, sehr, sehr umweltbewusst. Schon, ich habe keine Arme mehr um. Ja, haben Sie gelesen? Krebs! Krebs! Durch Lederarmbänder. Durch den Farbimprägnations-3-Wetter-Urzeit-Allwetterschutz auf den Lederarmbänder. Krebs in die Haut. Das ist unglaublich, oder? Also, wenn ich in Belgien auf die Uhr gucke, sind sie schon tot im Grunde. Ah ja. Ich bin so panisch jetzt, dass Hühner verseucht sein könnten, ja? Ich esse bei den Chicken McNuggets nur noch die Pappschachtel. McNuggets, baby. Kommen wir zu einem ungefährlichen Thema, 130 Jahre Staubsauger. Ja, Sie haben zu Recht heute schon ein Fläschchen aufgemacht aus diesem Anlass. 130 Jahre, das Patent stammt von einem Erfinder aus Chicago. Beachten Sie bitte die korrekte Aussprache. Chicago. Nicht Chicago, sondern Chicago. Chicago klingt für mich aus, als wäre nach Chicken. Nein, Chicago. In Belgien, ganz gefährlich, wo fliegst du hin? Nach Chicago. Panik! Und wo sind die nächsten Fußball-Europameisterschaften? In Holland und Belgien.
Aber wir nehmen das Essen mit. Natürlich. Ist so immer bei der Nationalmannschaft im Bus unten drin. Die schweren Töpfe mit den Nudeln und so wird alles frisch gekocht. Ja. 130 Jahre Staubsauger, ich sprach vor einigen Tagen darüber. Und nee, das war ja gerade vorhin. Ich habe mit dem Gedächtnis auch solche Probleme. Und bevor der Staubsauger erfunden wurde, hatte der Hamster im Grunde keine natürlichen Feinde. Ja? Wirklich? Das fing erst damit an. Ja. Ich finde, liebe Industrie, ich muss mal ehrlich sagen, liebe Industrie, liebe Techniker, ja? Wir fliegen zum Mond. Wir fliegen zum Mond. Ja, wir haben Teflonpfannen. Erfinde doch mal einen Staubsauger, bei dem wir Männer die Beine unten lassen können. Oder? Ja. Bei uns daheim. Keine neue Reihe Inside 1, sondern eine Einleitung für mich. Bei uns zu Hause. Ich habe es oft und oft und oft und oft gesagt, wir waren sehr arm. Zu Hause. Wir waren so arm, wir konnten nicht zum Zahnarzt. Ja, ja wirklich. Also wir Kinder, wir waren ja 17 Kinder. Und als wir die Milchzähne rauskriegen mussten vor dem Abitur, ja, da mussten wir den Elektrostecker vom Staubsauger in den Mund nehmen. Ja, und dann hat meine Mutter auf den Knopf zum Einrollen gedrückt. Bitte? Wie? Was? Neuigkeiten aus dem Newsroom? Nein. Ja, nein, ich habe einen Werbespot vergessen. Ja, vorhin, im ersten Werbeblock. Einen tollen Werbespot und wir holen ihn gerne nach. Morgen. Siehst gut aus. Abgenommen? Lass deine Späße. Ich muss dem Management erklären, was genau unsere Website bringt. Okay. So, dass Sie es verstehen. Direkt neben unserer Website finden Sie die Website mit den dicken Titten. Ich muss ja das richtig stellen. Liebe Freunde, ich muss etwas richtigstellen. Am Freitag habe ich doch erzählt, dieser Jüngling, ja, der sich mit dem Handtuch die Zehen abtrocknet, die Füße abtrocknet, das wäre bei Kleist das Thema über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Falsch und so peinlich und ganz falsch. Und wir hatten heute Morgen bei uns am Kaffeeautomaten ein Kleist-Symposium. Symposium. Wir sagen nicht Symposium, wie bei RTL, ja, oder Meeting, wie bei Vox. Symposium. Und da wurde festgestellt, nein, ich habe zwei zentrale Kleist-Aufsätze durcheinander gebracht. Nämlich den berühmten Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Der eine. Und der andere über das Marionettentheater. Und das hat mir ja wieder das ganze Wochenende keine Ruhe gelassen, obwohl ich erst am Montag erfahren habe, dass es so war. Ja, das ganze Morgen habe ich immer nachgedacht, Heinrich von Kleist, das wissen Sie doch, Heinrich von Kleist war ja einer unserer Besten, unserer Dichter. Und er hat ja dieses berühmte Stück geschrieben, das heißt wie? Na? Ja, der zerbrochene Krug. Uraufgeführt von wem? Goethe. Diese Dichter, alle, sich die Stücke zugeschoben, wie heute die Talkshows. Ja? Hey, hier mein neues Stück vom Auto. Ja, war aber ein Flop. Mit Goethe. Und Kleist war so sauer, dass er sich Jahre später erschossen hat. Zusammen mit seiner Verlobten, die hieß wie? Henriette Vogel. In der Kleinmachnower Heide. Ja, und da sagt man immer, das war so künstlerisch und Literatur. Beide waren am Ende, Kleist vielleicht ja, aber sie hatte Krebs. Und wurde eigentlich mehr oder weniger von Kleist erschossen und er sich dann auch. So war das damals. Nicht, wie es oft gesagt wird, diese großen gemeinsamen Gefühle und diese Ausweglosigkeit. Mir ist auf dieser Welt nichts, sondern Krebs. Und diese Verfertigung der Gedanken beim Reden, das hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich sage mir, gab es damals schon Talkshows? Es ist nicht nötig, dass der andere durch eigenes Wissen oder geschickte Fragen weiterhilft. Nein, es reicht der bloße Anblick des Gegenübers, um den Redefluss und die damit verbundene Hervorbringung des Gedankens in Gang zu halten. Das heißt also, ja, wie bei Humphrey Bogart. Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Man sieht jemand und redet.
Das hat mich so fasziniert, dass einfach jemand sitzt und man sagt, ja, okay, ich rede. Und die Frage ist, wie dehnt man die Rede? Man dehnt die Zwischenwörter, wie zum Beispiel aber. Und dann macht man Geräusche rein. Ja, und während Sie aber dehnen, so machen, überlegen Sie. Das ist der Trick. Mache ich nachher bei meinen Gästen. Okay, ihr habt ein Video gemacht. Aber. Und die Gäste wissen das ja nicht. Ja, die wissen nicht. Denken, was macht der da? Der sagt aber, ah, nein. Da überlege ich. Und wo wir schon gerade bei Kleist sind. Sie erinnern sich, in der letzten Woche ist mir mehrfach hier das Witzebuch runtergefallen. Zweimal hintereinander. Ich bin nicht misstrauisch, ich bin nicht abergläubisch, aber das hat was zu bedeuten. Ein alter Theaterspruch sagt, wenn dir zweimal das Witzebuch nach unten fällt, dann ist das ein Zeichen von oben, jetzt reicht's. Und wir haben uns gesagt, das Witzebuch kommt weg. Ab jetzt steht hier eine Bibel. Meine Damen und Herren. Ja. Das ist ja doch der größte aller Texte. Und gerade bei diesem vielen gottlosen Gesindel aus dem Showgeschäft, das wir häufig hier haben, ja, ist es eine Zeit, dass man die Bibel griffbereiter und sagt, weißt du das? Aber. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist ein Genie des Gedächtnisses. Er kann sich alles merken. Er wacht nachts auf und schreit vor Schmerzen, weil er nichts mehr vergessen kann. Ja? Er merkt sich alles. Er wurde neuer deutscher Gedächtnismeister am Wochenende. Und in dieser Funktion ist er bereits Titelverteidiger, denn er war es auch schon im letzten Jahr. Er hat einen tollen Beruf, denn er ist Patentübersetzer. Sehen also, das ist ein Mann, der kommt schon vom Geist, von Haus aus. Herzlich willkommen, Dr. Gunther Carsten. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Titelverteidigung. Danke. Vielleicht ganz kurz mal vorweg, Patentübersetzer ist Ihr Beruf, Ihr eigentlicher? Ja, von der Ausbildung bin ich Chemiker, ja. Aber ich übersetze jetzt eben Patente, Erfindungen im Bereich Chemie, Biologie, Gentechnologie. In die deutsche Sprache oder wenn jemand in Deutschland aus Versehen mal was erfinden sollte, dass es dann in die Türkisch übersetzt wird oder so? Nein, 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 um Gottes Willen. Also Englisch meistens. Ja. Vom Englischen ins Deutsche und hin und wieder mal umgekehrt, aber nicht so gern. Ja, jetzt sehen Sie gar nicht aus wie ein vergeistigter Typ, der den ganzen Tag sagt, ich merke mir was, ich merke mir was, ich merke mir was, sondern eher so sportlich, Surfer, ja. Wie merkt man, dass man ein besseres Gedächtnis hat als andere? Ja, wie kann man es merken? Indem man den anderen immer wieder spricht und die einem dann auch hoffentlich glauben. Ja. Und na gut, ich habe gewettet früher immer. Ja, um Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Ja. Ja, mit Freunden halt haben wir uns mal 15, 20 Dinosaurierbücher aus der Bibliothek geholt und ging es darum, wer kann sich am meisten davon merken. Ja. Und da hatte ich dann mal, glaube ich, 2 oder 5 Mark dann dadurch halt zusätzlich verdienen können. Weil Sie sich am meisten merken konnten? Weil ich gewonnen habe, ja. Es gibt ja Leute, die können sich zum Beispiel merken, was weiß ich, wann der letzte Autounfall war oder wann der letzte Urlaub war, aber sie sagen, ich kann mir keine Namen merken, ich kann mir keine Gesichter merken. Haben Sie auch sowas, was Sie sich nicht merken können? Da habe ich Schwierigkeiten bei Namen und Gesichtern. Da muss man sich auch Bilder machen und das geht bei mir noch nicht so schnell. Aha, das ist der Trick. Also das heißt, Sie nehmen sich ein, kann man sagen, ein Ersatzbild ran für das, was Sie sich merken müssen? Ja, also ein Beispiel wäre ja Harald. Ja. Ne? Und was steckt da drinnen, muss man sich überlegen. Ne? Und da wäre ja Haar-alt. Und ist gut. Und jetzt gibt es ein bisschen Probleme mit der Schreibweise. Man muss sich ja merken, dass da eben kein T hinten ist, sondern ein D. Ja. Und da muss man ein Zusatzbild schaffen, sodass ich mir dann das Bild entwickelt von Ihnen, der dann sagt in meinem mentalen Ohr, das ist ja ungeheuerlich, das H alt. Und dann ist ja auch nur ein A dabei. Natürlich. Das birgt ja auch Probleme. Und da muss ich mir dann vorstellen, Sie sind vorm Spiegel und ziehen sich ein Haar raus. Ja? Ja. Wäre es dann nicht einfacher, Sie merken sich den Namen?
Meine, das klingt ja wahnsinnig kompliziert. Also H, Alt, ein A. Ja? Also es ist irgendwie doch sehr umständlich, ne? Das ist schon richtig. Aber wenn man dann auf seiner Meisterschaft so 30, 40, 50 Namen und Gesichter sich merken muss, dann sind solche Geschichten ganz, ganz hilfreich. Sie hatten großen Vorsprung vor Ihrem Konkurrenten, als Sie jetzt gewonnen haben. Ja? Und jetzt wollen wir mal bitte die Versuchanordnung hier anschauen. Das, meine Damen und Herren, ist die Anordnung, die ich eingangs schon beschrieben habe. Es sind 30 Eimer. Ja. 30 Eimer. Auf diesen Eimer stehen 30 Zahlen. Aber darunter sind Gegenstände versteckt, die ich Ihnen jetzt zeige. Und Sie merken sich die. Ja? Also, wir gehen erst einmal durch in Ruhe. Mhm. Ja? Ich sag so, einmal durch, alles angucken. Mhm. Dann schauen Sie noch mal eine Minute alleine an. Ja? Dann kriegen Sie die Augen verbunden und dann sagen Sie, was Sie gesehen haben in der richtigen Reihenfolge. Ich probiere es mal. Das ist das erste Mal für mich, so unter Eimer zu schauen, aber gut. Unter Eimer, das wäre es ohne Eimer einfacher? Ja, ich kann da zwei Durchgänge machen. Wir nehmen zwei Durchgänge. Eimer 1, eine Konservenbüchse Tomaten. 2, Wackeldackel. Käsebrot. Revolver. Wellensittich. Marmelade. Ist das richtig? Mhm, Kirsche. Ja, Kirschmarmelade. Dann haben wir hier Erdbeermarmelade. Oh. Aprikosen. Nichts. Thun. Psch. Heringsfilet. Merke ich erstmal, wie leicht Gottschalk sein Geld verdient. Schokoladenpudding, falls Sie zu Hause rätseln. Vanillepudding. Fernbedienung fürs Free TV. Schnecke. Ein geseifter Strick. Kuscheltier. Glöckchen. Rinderbraten. Gummiratte. Spiegelei. Damenslip. Schlüssel. Ziegel und Holländerschuhe. So. Sie schauen sich jetzt noch mal eine Minute in Ruhe an.
Ja? Ja. Jetzt verbinden wir die Augen. Und dann sagen Sie vielleicht noch mal, wie es ist. Sie sagen es in der Reihenfolge, wie was? In der Reihenfolge, wie ich es gesehen habe. Ja. Soll ich loslegen? Bitte. Es fing an mit einer Tomatencremedose, dann ein Nummer 2, ein kleines Hündchen, 3, ein Käsebrot, 4, eine Pistole, 5, ein toter Vogel, irgendwie mal so ein grüner Toter, 6, ja. Jetzt geht es glaube ich mit Marmeladen los, ja. Zuerst Kirsche, dann Erdbeermarmelade, dann Aprikosenmarmelade, dann war nicht viel zu sehen, eben gar nichts eigentlich. Ja. Dann kommen wir bei meinem roten Punkt in Kühlschrank, da ist eben eine Thunfischdose. Dann haben wir bei Nummer 11 wieder ein Fisch in der Dose, 12 eine abgeschlagene braune Hand, 13 so kleine süße Kühe, 2 Stück, 14 da steht ein schönes Flugzeugmodell, 15 Bananen, 16 Boxhandschuh, 17 ist ein Schokoladenpudding, 18 ein Vanillepudding, 19 Taschenrechner, 20 so eine Schnecke in einer Plastikdose mit Mahlzeit für die Schnecke, 21 Seife mit einem Strick, 22 kleiner Teddybär, 23 eine Glocke, 24 Rindfleischstückchen, 25 eine große, auch wieder eine tote Ratte, 26 ein Spiegelei, 27 ja, ein ganz nettes Höschen, 28 ein Schraubenschlüssel, 29 Ziegelstein und 30 so kleine Schüchen. Ja, bleib hier. Jetzt sagen Sie mal bitte. Also. Ich kann mir das echt nicht erklären. Sagen Sie doch einmal eine kleine Anleitung. Bauen Sie sich Eselsbrücken, oder? Es ist eine Art Eselsbrücke. Und zwar bin ich eben durch meine Wohnung gegangen, auch ja? Wenn ich hier stand. Und habe eben bei 30 verschiedenen Positionen in meiner Wohnung diese Dinge abgelegt und damit auch einiges angestellt im Geiste. Und das habe ich dann wieder abgerufen, was ich damit dann, als ich es mir einprägte, gemacht habe. Und man merkt ja, wenn Sie sich so ein bisschen drehen, dann gehen Sie in Gedanken durch die Wohnung. Ja? Ja. Sie verbinden jeden Gegenstand mit einem Ort. Ja. Das heißt, wenn Sie können Sie leicht auswendig lernen Texte? Nein, da habe ich immer mein System entwickelt. Ja. Aber sonst habe ich da Schwierigkeiten eigentlich mit. Blättern Sie in Gedanken um, wenn Sie auswendig lernen? Umblättern, wie meinen Sie das? Ja, die Seite, dass Sie, wenn Sie sagen, der Text ist da unten, dann geht es auf der anderen Seite weiter und dann weiß ich, da ist so ein kleiner Knick oder ein kleiner Fleck mit einem Bleistift oder so, dass Sie das dann auch auf der Seite sehen? Ich weiß halt, wenn ich was gelesen habe, auch im dicken Buch, wo es steht. Also ja. Ob es oben rechts ist, ja. Oder unten links. Ja. Sowas kann ich schon. Ja. Aber so Wort für Wort einen Text auswendig lernen, da bin ich nicht ganz so gut. Unglaublich. Also, hat mich sehr beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch nochmal, meine Damen und Herren. Dr. Gunther Carsten, 30 Gegenstände. Vielen Dank. Und wir stellen Ihnen in einer lustigen Lach- und Sachgeschichte weitere Mitarbeiter vor. Okay. Was die Nina jetzt machen muss, ist einfach die Bluse aufzumachen und zum Christoph. Och, komm nur ein bisschen. Nein. Schade, war ein Versuch. Also, was die Nina jetzt machen muss, ist dem Christoph ganz viele Bilder von nackten Frauen rauszusuchen. Die Heftchen mit den nackten Frauen, das weiß jeder, die liegen nicht im Zeitungsschrank, sondern natürlich im Kofferraum von Helmuts Porsche. Also macht sich die Nina auf die Suche nach dem Helmut, damit der ihr den Kofferraum aufschließen kann. Aber weil der Helmut nirgendwo zu finden ist und der Christoph dringend die Bilder braucht, nimmt die Nina diese Brechstange hier und hebelt damit den Kofferraum von Helmuts Porsche auf. So. Was die Nina jetzt noch machen muss, ist den Harald anzurufen, damit er der Nina Geld geben kann, um Helmut einen neuen Porsche zu kaufen. Meine
nächster Gast hat bereits 27 Mal den Oscar gewonnen. Entschuldigung. Hallo? Hallo Harald, hier ist Nina. Nina? Ja, wieso denn jetzt mitten in der Sendung? Ja, der Helmut hat mal wieder Scheiße mit seinem Porsche gebaut. Ich brauche dringend Geld. Ja, ich komme. Entschuldigung. Hier ist das Geld. Lass dir eine Quittung geben und das nächste Mal nicht wieder mitten in der Sendung. Mit den Bildern von den nackten Frauen aus Helmuts Kofferraum geht die Nina dann zum Christoph. Danke, Nina. Der Christoph schneidet dann die Bilder aus Helmuts Heftchen aus. Und was dann daraus geworden ist, das zeigen wir euch jetzt. Ja, ist doch ganz schön geworden, oder? Und wäre die Nina nicht gewesen, hätte man eben auch keine nackten Frauen gesehen. Und das wäre doch schade, oder? Und das nächste Mal zeigen wir euch, was der Helmut noch so alles in seinem Kofferraum hat. Das ist der aktuelle Single meiner nächsten Gäste, meine Damen und Herren. Genug ist genug. Eine Woche nach Veröffentlichung bereits in den Charts. Herzlich willkommen, Diva! Bitte schön. Danke. Also, das müssen wir gleich klären. Ihr seid natürlich vier. Ja. Ja, eure beiden Kollegen sitzen hier unten. Alle mitgebracht. Reihe 1, hallo. Das ist Elena und Jana. Und ihr seid Niki und Melli. Melli. Ja, Melanie. Genau. Ja. Ihr kommt aus Köln-Mülheim? Nicht, nee, da haben wir uns kennengelernt. Wo also hier? Trainiert. Auf der Bergisch-Gladbacher Straße. Das heißt, es gehen vier Mädchen einkaufen auf der Bergisch-Gladbacher Straße? Nee, hey! Nein. Nee, lustige Geschichte. Also wir haben schon immer gemeinsam getanzt, außer Melli. Ja. Wir hatten immer Lust, was zusammen zu machen, aufzutreten, Spaß zu haben. Und durch die Lena haben wir dann Melli noch kennengelernt. Und durch die Melli, weil sie schon immer gesungen hat, sind wir an unsere Produzenten rangekommen. Und das ist eure erste Platte gewesen? Nee, Genug ist genug, ist unsere zweite. Ja, aber ich meine, die erste hieß wie? Meine beste Freundin. Ja, und das war ja auch schon etwas, was gleich in den Radiosendern gespielt wurde. Richtig. Ja? War das was, wo ihr gesagt habt, wir probieren das mal, wir machen eigentlich was ganz anderes, wenn es läuft, ist okay. Und wenn es nicht so läuft, dann war es zumindest mal ein Spaß wert, so eine Platte aufzunehmen. Oder habt ihr da schon noch einen größeren Ehrgeiz, was Platten angeht? Also ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall ehrgeizig sind und wollen auch noch viel mehr erreichen. Sind natürlich froh mit dem, was wir jetzt schon geschaffen haben. Aber weiß nicht, muss Spaß mal weiter. Machen, auf jeden Fall. Ja, also ich war sehr beeindruckt, wie gut ihr tanzen könnt. Ja. Dankeschön. Ihr habt es auch alle richtig gelernt. Ja. Nicht einfach nur so, ich weiß von der Disco und so, wie es geht, ja auch nicht über bei mir im Zimmer von Schmier, hey, 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 hu, hu, ja, sondern ihr habt das richtig professionell gelernt. Ja, Elena hatte eine klassische Ballettausbildung, ja. Jana war ja Olympiaturnerin, ich habe auch schon, seit ich 4 Jahre alt bin, Ballett gemacht, immer nebenbei ein bisschen gerappt. Und wir schauen euch jetzt mal, wir schauen uns mal einen Ausschnitt an aus eurem Video, das ist das Video Genug ist genug, ich fand es sehr beeindruckend, weil es ist ja eigentlich doch ein ernstes Thema, Gewalt gegen Frauen, und zwar richtig. Ja, da ist ja die Gefahr, dass es immer so ein bisschen sozialpädagogisch wird und so diskussionsmäßig. Aber bei euch kommt das eigentlich so rüber, dass man denkt, bei Frauen wie euch, wenn da Gewalt angewendet wird, ihr schlagt zurück, oder? Nein, das wollen wir nicht. Also wir wollen einen kleinen Gedankenstoß an die Frauen geben, die geschlagen werden. Das ist lediglich alles, weil bei uns steht die Musik im Vordergrund. Ja, also es kommt sehr dynamisch, sehr kraftvoll rüber. Ein Ausschnitt Genug ist genug, Diva. Viele sagen ja, du bist weiter für ihn da, doch sein Verstand ist desertiert. Er hat's immer noch nicht kapiert, es war einmal zu viel. Jetzt ist Schluss mit dem Spiel. Du hast es versucht, doch genug ist genug. War das gedreht in einem Hörsaal? In Prag, in einem Theater, also in einem Filmgebäude. Da habt ihr das Video gemacht. Genau. Ja. Jetzt macht ihr erstmal ein bisschen Urlaub. Nee, im Moment sind wir fleißig unterwegs, wie zu sagen, heute Abend hier ja, bei dir. PR-Tour und so weiter. Ja. Genau, die ganze Zeit quer durch Deutschland. Und immer unterwegs. Und im Sommer ein bisschen Urlaub? Also ähnlich. Wir fahren alle zusammen nach Frankreich. Wohin da?
an die Atlantikküste, ja, genau. Oh, Atlantikküste. Wisst ihr auch schon, wo ihr wohnt, Antoine? Das wolltest du nicht besuchen kommen. Nein, aber ich kann euch vielleicht eine Gelegenheit verschaffen, wo ihr... Wir haben ein großes Bungalow. Sicher, oder? Ihr habt ein Bungalow. Ja, kannst mitkommen. Ja. Kommst du vorbei, ja. Bringst dein Surfbrett mit, weil wir sind alle schwer beim Surfen dabei. Wirklich, weil ihr seid alle sehr sportlich. Das ist ja nichts für mich. Ich bin ja eher einer, der dann so mit T-Shirt so im Knöchel hoch im Wasser auf und ab geht. Und reinkommt und sagt, boah, aber auch erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Ne? Genau. Ja. Und dann immer nur mit Kopfverdickung. Krebs! Ja, sehr gefährlich. Aber mit sowas habt ihr keine Panik, oder? Nee, also nee. Da, wo wir zwei sowieso herkommen, ist immer sehr viel Sonne und dann... In Mülheim? Ist man abgehärtet. Ist Sonne. Nein, doch in Mülheim, also ja. Ich meine... Aber ihr seid zur Hälfte Italienerinnen. Genau. Ja, und klar, da ist man natürlich mit der Sonne sozusagen aufgewachsen. Ja? Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Genug ist genug, wenn Sie morgen im Plattengeschäft stehen und wieder nicht mehr wissen, wie die Platte heißt. Die Gruppe heißt Diva. Danke, alles Gute weiterhin, meine Damen und Herren. Und gleich Katharina Schubert. Voll auf der Kippe. Was ist das für ein Film? Ja, wie Sie schon gesagt haben, ein sozialkritischer Film über das Rauchen. Natürlich. Ja. Deswegen auch Mike Krüger als Partner. Ja. Ja. Mhm. Was spielt Mike Krüger, einen esoterischen Theatermacher? Nein, einen traumatisierten, neurotischen Nichtraucher. Ah. Mhm. Das heißt, er war schon immer Nichtraucher oder wurde erst Nichtraucher? Eigentlich ist er seit Geburt an Nichtraucher, aber wurde von seinen Eltern zugeraucht und hat also sozusagen auch nie frische Luft bekommen, sein ganzes Leben nicht. Ja. Also endlich mal keine Komödie, sondern ein schwerer, tiefer Autor. Ja. Welche Rolle spielen Sie? Ich spiele seine Freundin, die entführt wird irgendwann und die er retten muss. Und die auch traumatisiert ist, weil sie so eine absolut glückliche Kindheit hatte im Gegensatz zu ihm. Rauchen Sie? Ich rauche nicht, nee. Hat dieses voll auf der Kippe gar nichts mit Rauchen zu tun, außer dass die Eltern von Mike Krüger geraucht haben? Naja, also dass er kämpft gegen das Rauchen. Er ist absoluter, wie sagt man, er versucht diese ganze Bande da, diese Zigarettenschmuggler aufzudecken und die mich dann entführen. Und das ist eigentlich so sein ganzes, der Inhalt seines Lebens besteht daraus, dass er eigentlich gegen die Nichtraucher kämpft. Aha. Sie haben eine Bettszene mit Mike Krüger. Mhm. Worum geht's da? Das Bett? Ist es so richtig... Ist das so richtig heavy? Also, so, bei seiner Nase, worum soll es da gehen? Also, das ist klar. Verstehe, ja. Ich meine, dann kommst du richtig zur Sache wie in Basic Instinct. Ich habe mir das ehrlich gesagt, RTL ist ein Familiensender und dann Mike Krüger ist ein Mann für das große Publikum mit Comedy und allem. Mhm. Und da geht es richtig zur Sache? Ja, schon. Also, geht schon sehr zur Sache, ja. Ja, klar, was will man machen? Es war auch nicht so einfach, aber... Wo war denn das Problem? Ja. Weil wir praktisch zwei Versionen gedreht haben. Die eine eben für Erwachsene und dann waren wir uns halt nicht sicher. Mike Krüger, 20.15 Uhr und dann, also gesendet wird dann eher die so ab drei. Ab drei Jahren. Ab drei Jahren, wo man sagt, das war nur die Nase. Genau. Ja. Wirklich wahr, so wird das heute gemacht beim Film. Man dreht schon mal vor ab zwei Versionen. Ja, klar. Ja. Jetzt waren Sie gerade ein bisschen in New York im Urlaub. Mhm. Theater geguckt, Musical? Ja, ich habe Chicago gesehen mit der Ute Lemper und dieses Blue Room halt mit Nicole Kidman. Ja, wo sie Nicole Kidman ausziehen soll. Frau Cruise, muss man sagen. Frau Tom Cruise. Ja, aber das sieht man nur ganz kurz. Also ganz am Schluss fällt irgendwie so ein Mantel und man sieht sie ganz kurz und dann wird es dunkel. Also das ist nicht... Also wieder mal nur, um uns reinzulocken, heißt es, Frau Kidman zieht sich aus und dann fällt nur ganz kurz am Schluss der Mantel. Ja, klar, aber was ich ganz interessant war, wie ich in New York war und ich kam da an im Times Square und du siehst halt ein riesen Bild von Ute Lemper. Ja. Also wirklich, und auf allen Bussen ist sie so drauf und da dachte ich, ja toll, ich meine, hier irgendwie wirst du behandelt wie Scheiße und da machst du die Riesenkarriere. Ja, das ist definitiv. Ja, ist richtig. Definitiv, sie hat auch einen Preis bekommen dafür und es ist sensationelle Kritik und es ist wirklich ein unglaublich großer Erfolg Für sie. Ja, die stehen Schlange, also du musst das Glück, wenn du Karten kriegst, dann... Ne? Ja. Das sollte aber nicht zu dem Kurzschluss führen, wer immer hier mit Scheiße behandelt wird, in New York ist ein großer Star. Ja. Nee, aber also, nee, das hier ich nicht. Wurde ihr sehr übel mitgespielt, aber sie hat sich einfach durchgesetzt, weil sie etwas kann. Mhm. Ja, und dann hat es dort funktioniert. Ja, ja. Ja. Am Freitag läuft der Film, 20.15 Uhr bei RTL. Ja. Kommt es dann wieder, Drei mit Herz in der ARD? Das ist nicht sicher, die Entscheidung fällt morgen oder übermorgen. Also ich hoffe mal, wir hoffen alle natürlich, klar. Ansonsten auch Urlaub oder so eine Art Urlaub wie Diva?
die ja nicht richtig Urlaub machen, sondern nur eine Art Urlaub in Biarritz? Ja, klar, man kommt ja in unser, also ich kam selten dazu, wenn, fahre ich halt immer ein paar Tage, so wie New York oder so. Ich bin nicht so ein Urlaubstyp, ehrlich gesagt, ich mache nicht so gerne Urlaub. Das hört man selten? Ja, so Strand und so, ich kann das nicht, ich will immer. Ich auch nicht, aber ich mach's. Ja? Weil man sagt, du musst es doch können, du musst mal Urlaub machen. So. Ja, aber es ist eigentlich, nein, ich will nicht sagen langweilig, aber... Ja, ich finde es langweilig. Ich kann, mir ist auch immer zu heiß im Bikini und so, ich finde das alles nicht so... Nee, nicht so mein Fall. Finde ich, klingt sehr interessant. Ja? Ja. Irgendwie auch ein bisschen neurotisch, aber sehr sympathisch. Klar. Ja. Freitagabend, 20.15 Uhr, RTL, meine Damen und Herren, voll auf der Kippe. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Katharina, vielen Dank. Alles Gute.